Ich bin Andi Tova und ich stelle mich heute der sportlichen Challenge von Paulina Paschek. Paulina ist eine der besten Kanutinnen in ganz Deutschland. Sie hat bei den Weltmeisterschaften Bronze gewonnen und ist zweimal Vize-Weltmeisterin geworden. Und ich stelle mich heute der sportlichen Challenge von Andi Tova. Andi kennt ihr alle. Er ist in Hannover, sogar in Deutschland, ein großer Sportlerheld. Er ist Vize-Europameister und dreimal Olympiateilnehmer. Okay, Paulina, ganz zu Anfang nehmen wir uns immer ein bisschen Magnesium in die Hände. So, drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist Handstand, abrollen. Die zweite Aufgabe ist ein Rad. Und die dritte Aufgabe ist an den Ring, eine Vorhalte. Und die ersten zwei Aufgaben sind schon ziemlich leicht, da bin ich mir eigentlich sicher, dass du schaffst. Aber in den Ringen habe ich selten jemanden gesehen, der das schafft. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du das an den Ringen auf jeden Fall nicht schaffst. Das heißt, ich vermute, du schaffst maximal zwei Aufgaben von den dreien. Wenn du drei schaffst, dann habe ich verloren. Okay, dann mal sehen, Andi. Ich zeige dir, was ich kann. Sehr gut. Also fangen wir mal an. Ich zeige dir kurz vor, was du machst und was du machen musst, und dann machst du es nach. Okay. Beim Turnen ist immer wichtig, wie man sich zeigt, ja? Also immer Füße und Hände lang. Arme hoch, hohes Einspreizen. Handstand. Abrollen. Das ist die erste. Und die zweite Aufgabe ist dann ein Rad. Okay. So, dann zeig mal. Zuerst zeigen. Sehr gut. Und dann? Voll gut. Ja, war gut, oder? Richtig gut. Und jetzt nochmal zeigen? Natürlich. Und, habe ich das geschafft? Also, ich finde, wir haben eine Turnerin in dir verloren. Du hättest vielleicht Turnerin werden sollen. Dann ich muss meinem Trainer sagen, vielleicht machen wir das nächstes Jahr. Jetzt gehen wir zu den Ringen. Wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich, es sieht einfach aus, aber das schafft meist niemand. Also schon allein im Stütz einfach zu stehen oder zu stützen und dann die Beine hochziehen. Es sieht leicht aus, aber da bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Oh. So? Oder wie? Oh Mann. Das habe ich jetzt anders erwartet. 10 Sekunden Maximum. Aber richtig gut. Stark. Danke. Da habe ich gerne die Wette verloren. Sandi, jetzt geht es um meine Challenge. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. So, zuerst musst du im Boot sitzen, danach einfach 10 Schläge machen, ganz locker, du schaffst das, und dann zum Schluss ohne Paddeln. Warte mal, lass uns doch vielleicht lieber 5 Schläge machen, weil 10 schaffe ich nicht. Ich wette, 10 Schläge schaffst du das niemals, aber 5, ich sage schon, ja, gut. Du schaffst das. Dann 5. 5. Jetzt, so, du hast die Chance, einfach zeigen. Und zuerst zeige ich dir. Na toll. Brauchst du Hilfe beim Einsteigen? Na klar. Ah, scheinbar nicht. Ich sage dir, hätte ich das gewusst, hättest du Saltos heute machen müssen in der Halle. Ja, dann konntest du das machen. Vielleicht gehen wir nochmal. Gut, okay. Dann let's go. Yes. Let's go. Ich zeige dir, du darfst nicht so, nur lieber vorne rein. Vorne. Und dann hältst du dich hier, siehst du? Und dann auch siehst du zurück. Du kannst dein Paddel nehmen.
Und vergiss nicht drehen. Ich halte dich. Nimm dein Paddel. Jawohl! Oh, ich konnte dich nicht mehr. Du probierst nochmal. Ich sag doch, ich bin nicht außer Grund. Aber zwei Schläge, du hast geschafft. Bist du nochmal, oder? Du musst fünf Schläge schaffen, du schaffst das. Ja, ja. Sehr gut. Ich habe eine Idee. Versuch mal jetzt so. Ohne. Siehst du? Okay, kannst du sofort. Hat das irgendwer mal geschafft auf einem? Ich. Ja, schon. Aber sofort machst du das erste Mal, oder? Oder? Ja. Hast du nie gepaddelt? Bist du nicht. Dann ist das schwierig zuerst einmal. Und jetzt fährst du! Jawohl, 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 jawohl! Okay, Andi, die letzte Probe. Okay. Gib deine Mo, okay? Fünf Schläge. Schaff ich. Schaffst du. Andi, erzähl mir ja das, wie hat dir es gefallen heute? Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich auch die 10 Schläge geschafft. So habe ich nur knapp 5 geschafft im Boot. Ja. Ich saß noch im Boot, mein Kopf nicht mehr, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es bei den Touren genauso mir gefallen. Mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht und ich sage auch, du brauchst ein bisschen mehr Zeit und kriegst du das auf jeden Fall 10 Schläge. Ja. Also, uns hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, einen Einblick auch in den anderen Sportarten zu haben. Und wenn ihr noch weiter die Videos und die nächsten Challenges sehen wollt, dann schaut doch einfach rein. Bis bald, ciao. Bis bald, tschüss.